sich immer noch fest. Eigentlich wie alle Ideen, die Debbie hatte. Was können die denn? Sie hüpfen. Es sind Hüpfbären. Das war's? Und was ist das Bärige daran? Ihr Gesicht. Und ihre Bäuche sind flauschig wie bei Bären. Die Kinder lieben es, mit Bären zu spielen. Das sollten sie nicht. Wissen Sie eigentlich, wie viele tödliche Bärenbeißunfälle es jedes Jahr in Amerika gibt? Du redest aber nicht mit den Babys, oder? Ich will Sie sicher nicht darin bestärken, mit Bären zu spielen. Also gut, keine Bären. Bären sind raus. Was ist das? Das ist das Imaginarium. Hier testen wir die Spielzeuge. Tja, die Kinder scheinen sie zu lieben. Das sind unsere Liebeshündchen. Das sind Stoffhunde, die aus erfundenen Tierheimen gerettet wurden. Die Köpfe kann man austauschen. So gibt es hunderte von Kombinationen. Seht mal, ein Bulldoodle! Ich mag die Liebeshündchen. Obwohl es brutal und ungenau ist, kann dieses Spielzeug rezessive und dominante Gene bei der Züchtung demonstrieren. Was? Wir haben uns mehr auf den Spaß konzentriert. Spaß? So wie die Tests laufen, sind sie auf dem besten Weg, der bis dritter Wesenknaller hintereinander zu werden. Das macht den anderen Führungskräften ordentlich Feuer unter dem Hintern. Ach, ehrlich? Denken Sie da an jemand bestimmt? Ja, vermutlich. Lawrence. Der Arme hat in der letzten Zeit eine kleine Durststrecke. Er sitzt dort. In Ordnung, nein, so sollte man damit nicht spielen. Prinz Charming ist ein Mädchenspielzeug. Das ist der neue Prinz Charming. Er hat einen Zauberumhang, deswegen hört auf, mit Dingen nach mir zu werfen. Das ist nicht nur. Oh, hey, ist ja gut. Jetzt hört mal zu, lasst das bitte. Wir amüsieren uns doch immer hier. Oh, hey. Nicht zu fassen, diese kleinen Monster. Dem würde ich gerne ihre dürren Hälse umdrehen. Lawrence, jetzt beruhige dich erst. Lass es bitte. Ich will nicht noch im Vortrag hören, wie ich von Debbie lernen kann. Lawrence. Nein, sie ist heute nicht mal hier, Janka. Ich aber schon. Das muss doch etwas sein. Entschuldigen Sie bitte, FBI. Wir müssen uns mal unterhalten. Was? Wieso? Weil wir denken, dass Sie vielleicht ein Mörder sind. Genau. Ach, übrigens, Sie haben ein winziges Schwert im Haar. Oh ja. Oh. Ist es raus? Nein. Es steckt da richtig fest, oder? Es ist genau hier. Wo denn? Sie müssen doch spüren, wo es ist. Sie denken, ich habe Debbie ermordet? Naja, Sie haben Ihren Wunsch geäußert, Kinder zu strangulieren. Also sind Sie ein plausibler Verdächtiger. Ich war gestresst. Ich will doch nur an neuen Konzepten arbeiten. Aber damit sind Sie immer zu Debbie gegangen. Ach, vielleicht können Sie jetzt, wo sie tot ist, tun, was Sie wollen. Wenn ich wie das klingt. Ja, schon. Danke. Gut, hören Sie. Sie haben recht. Ich war eifersüchtig auf Debbie, aber ich bin nicht derjenige, der verhört werden müsste. Sie hat sich in letzter Zeit oft krank gemeldet, Sie verstehen? Dann sind mir noch andere Sachen aufgefallen. Zum Beispiel, dass sie ins Telefon geflüstert hat, wenn sie dachte, jemand hört zu. Und dann hat sie während der Meetings SMS geschrieben. Sie war also mit jemandem zusammen. Und das hat ihre Arbeit beeinträchtigt. Das Schlimme ist, Bianca hat es nicht interessiert. Wer war der Kerl? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, sie war sehr verschlossen. Und jetzt ist sie tot, also... Das ist doch verdächtig, oder? Wo waren Sie in der Nacht, als sie verschwand? Ich war zu Hause, hab ferngesehen. Die Skins haben gespielt. Stimmt, war ein gutes Spiel. Ja. War jemand bei Ihnen? Nein, niemand. Meine Frau und die Kinder waren in Florida bei den Schwiegereltern. Hören Sie, ich würde doch niemals Debbie was tun, ich schwöre. Sicher. Also gut, Sie hatten sich zur Verfügung. Alles klar, Larry? Booth, ja? Ich bin mir nicht sicher, dass ich von dieser... Warte, komm mit dir.